Herzlich willkommen zurück! Wir haben das letzte Mal hier komische Seeelefanten gefunden. Und ich weiß nicht, wofür dieser... What the fuck? Wofür ist diese Höhle? Okay, wir checken die Höhle erst aus, bevor ich jetzt hier große Exkursionen an diesen Seeelefanten-Dingern mache. Hier ist auch noch so eine Höhle. Ist das hier irgendwie etwas, was ich noch nicht gescannt habe? Doch, hab ich schon. Inventar voll. Oh, tatsächlich. Könnte ich nehmen. Aber... Will ich eigentlich nicht, weil... Ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Wir schauen uns jetzt mal, glaube ich... Ne, erst haben wir gesagt, wir schauen uns den Rand der Höhle an. Bevor wir diese... komischen Viecher uns wieder antun. Oh, 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 300. Alter, es geht noch tiefer. Das geht halt immer tiefer. Da. Wow, 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 wow. Okay, das sind ein paar. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Lithium. Opfer. Au! Fick dich! Bitte. Also ich will hier nur mal checken, was ihr so seid und so. Ich bin angegriffen von so einer Scheiße. Einfach unter Wasser hier einfach. Man ist hübsch hier. Aber. Wir machen halt sonst nichts, ne? Stehen hier und laufen rum und lutschen den Boden mit Mineralien aus. Ich find's ja lustig, Leviathan-Klasse. Ich meine, die benutzen deren Rüssel. Das ist deren Rüssel hier vorne. Die benutzen sie als drittes Bein. Schon interessant, ne? Alles klar, Lithium unter Wasser. Ja, why not? Fremder Planet, neue Gesetze. Wer weiß, ob wir überhaupt menschlich sind. Kannst du sie scannen? Spitzhornglas läuft. Was Neues. Okay, du bist neu für mich. Mit Blutgras aufweist. Stabilen höhlenförmigen Gehäuse. Gibt ja auch gleich ein stabiles, höhlenförmiges Gehäuse. Das ist einfach zu tief hier. So. Oh, oh, was ist denn? Ein fremdes Ding. Okay, will ich scannen. Kann ich scannen? Echt nicht. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Esse ich was? Okay, ich esse was. Wie viel braucht das denn an Platz? Fremdartiges Ding. Der hat gerade gekackt. Fremdartiges Ding. Kackhaufen. Und ich denke, das ist irgendwas Tolles, aber es ist einfach nur Kacke. LOL. Und ich freue mich voll den Keks, weißt du? Kacke. So. Licht es an, ne? Glaube ja. Ja, licht es an. Ist hier oben eine Decke? Das ist so ein Hüllsystem, wo man nie hinkommt. Ganz schön hart. Nö, da oben ist Wasser. Ah! Von wegen Höhlensystem, was ist das? Da, wo ist meine Base? Nein, nein. Da. Das stand auch dumm. Unbekannt. Ja, aber erstmal stehst du da und denkst so, what the fuck ist das? Also Plan, nach Hause, alles rausschmeißen, was wir haben. Dann in diese lustige Höhle, in der wir schon mal waren.
um Magnetit rauszuholen. Motti kommt jetzt auf 300 Meter. Da kommt er also ohne. Okay, irgendwas knistert hier. Da. Ich sehe den Strom. Ha! Wir haben Wrack gefunden. Wrack. Da waren wir schon mal. Ja, die Kisten sind offen. Alles klar, hab nichts gesagt. Wir fahren mal nach Hause. Ganz unspektakulär. Da. Ich freute mir gerade kurzzeitig einen Keks. Warm hier. 60 Grad. Läuft. Können wir ja mittlerweile ab. Wir haben einen neuen Anzug. Der hält 70 Grad aus. Genau vor den Dingern, ne? Auf die habe ich so gar keinen Bock. Die könnte ich scannen, aber die fressen mich. Mit Haut und Haaren. Habe ich schon Erfahrung mit. Nicht so geil. Berichte direkt aus meiner Hand. So. Wir nähern uns diesmal von der Seite. Ach, guck mal, man sieht meine Base schon. Ach, ist das hübsch. Seht ihr es da? Das Licht. Abgesehen von den beiden Kameras, aber... Bin mal gespannt. Ist der Mushroom Forest. Sehr hübsch. Und... Mushroom Forest muss anscheinend ein Wrack sein. So wie das klingt. Ah, guck mal hier, da haben wir auch die gelben Nupsis endlich mal dran. Sehr schön. So, jetzt machen wir kurz nochmal Motti heile. Mein Inventar ist voll, das heißt, ich komme gleich nochmal wieder. So. Ja, ich muss hier gleich mal das Salz rausnehmen. Damit da wieder genug Wasser drin reinkommt. Weil das Problem ist nämlich, das Salz macht es mir natürlich nicht ganz so einfach. Pflanzen. Ja, Pflanzen. Samen. Nächste größte Quelle sind Rubine. Nee. Magnetit, das war das, was ich brauche. Dann waren die Rubine hier, ne? Ja. Dann habe ich noch Lithium und Uran. Da ist Uran. Ja, wir haben immerhin schon mal Uran. Und Lithium. Sehr schön. Und wir haben was Neues. Kyanid. Ich habe keine Ahnung, was die chemische Formel von Kyanid ist. Das wird tatsächlich lustig. Darum schreibe ich erstmal Kyanid hin. Das ist für mich tatsächlich vollkommen neu. So. Jetzt müssen wir das Schiff leer machen. Und einmal hier das Salz rausnehmen und das Wasser. Guckt euch die Energie an, ne? Wird langsam, aber stetig wird die immer schön rausgelutscht. Hier Salz. Aber wir können jetzt mal einen großen Schluck Wasser nehmen. Finde ich gut. Und wir schauen mal gerade oben, was mein Bioreaktor macht. Ist mich offline. Aber nicht schlimm. Wir haben ja draußen die ganzen Pilze. Mit dem wir erstmal den ganzen Kram versorgen können. Schmeißen wir nämlich jetzt erstmal wieder in den Bioreaktor rein. Und jetzt hier. Guck, genau das sollte passieren. Da die gelben Schlingpflanzen. Sehr schön. Haben wir sie überall? Nee, natürlich nicht. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Nee, passt. So, dann machen wir den nicht mal gerade kaputt. Also ihr müsst anscheinend mal, wenn ihr das selber spielen wollt, aufpassen, liebe Leute. Gibt einen riesen Unterschied. Ihr müsst diese gelben Dinger pflanzen, nicht die Pflanzen selber. Komm. Inventory full. Ich weiß, ich futter die Dinger jetzt auch. Hier. Gib mir mal bitte Schlingpflanzenbüschel. Die müsst ihr pflanzen. So, dann kriege ich hier wenigstens all das, was ich will.
Und dürfte mir jetzt hier die Pilze kann ich nehmen. Damit schmeiße ich jetzt gleich in meinen Bioreaktor. Benutze ich am Anfang halt immer nur für, naja, sagen wir mal, zum Formatieren des Bounds. Damit das genauso wächst, wie ich es will, wird alles andere dicht gemacht. Außer dieser Bereich. So, und hier brauche ich dringend Energie. Also rein damit den Säurepilzen. Weil ihr seht, die Basis geht da gerade ein bisschen runter. Hier wird jetzt wieder ganze Kram aufgeladen. Sehr schön. Nehmen wir erstmal einen Kaffee. Kaffee geht immer, oder? So, und wir schauen mal meine Energie. 232, 33. Aktuell hält es sich. Ich glaube, wenn die Solarzellen anspringen, dann dürfte ich generell genug Saft haben. Persönlich glaube, dass die, wenn ich mich recht entsinne, die Laternen immer noch am längsten halten im Bioreaktor. Will ich mal gerade austesten. Nehmen wir mal zwei Laternenfrüchte. Die, meine ich, halten ewig da drin. Ne? Ach, gar kein Platz für. Ladezustand, seht ihr es? Noch nicht mehr voll ausgenutzt. Doch, gerade kein Tageslicht, oder? Doch, eigentlich schon. Solarzellen reichen echt nicht aus. Das ist bestimmt wegen dem Wasserreaktor. Der zieht halt wie die Pest. Oder ist Motti noch am Aufladen? Schauen wir mal gerade. Ich muss sowieso einmal zu Motti. Motti ist voll aufgeladen. So, Dekokram. Ja. So, dann könnten wir eigentlich gleich Motti mal eine Runde pimpen. Ne, Magnetit wollten wir erst haben, ne? Ist auch immer was zu tun. Ist ja katastrophal. So, wir haben Blei. Da habe ich Silber. Silber brauche ich immer für die ganzen blöden Kabelsätze, da. Kann man auf jeden Fall nie genug haben. Kohlenstoff wie Diamanten da vorne. Und Deko. Als erstes kommt ein Teddy. Komm her, Teddy. Ernsthaft? Ich will den hier oben draufsetzen. Ich wollte gerade sagen. Wenn das jetzt nicht gegangen wäre, wäre ich echt enttäuscht gewesen. Oh, guck mal. Geil, ne? Hier meine Cappy-Sammlung, ganz wichtig. Bestehe ich ja drauf. Tut mir leid, das wird jetzt gleich nochmal wieder ein bisschen hin und her wackeln. Ihr seht ja, drehen, ne? Mhm. So viel dazu. So, meine Cappy-Sammlung ist auch wieder etwas vollständiger. Wird so langsam. Sehr schön. Fisch habe ich noch keine 9 und der Reginald ist immer noch vergiftet. So, Laternenflucht, Wasser. Nimmt mir zu schnell ab. Ich bin etwas unzufrieden. Die Befürchtung, dass danach meine Basis irgendwann kollidiert. Meine Basis zusammenbricht. Kollidiert. Wir haben gesagt, wir brauchen Magnetit und darum sollten wir uns eigentlich auch jetzt kümmern. Bringt mir alles nichts, wenn ich durch die Gegend laufe. Wir suchen uns jetzt diese Quallenfelder und geben ihm. Um, damit wir nämlich die Station ausbauen können und mit der Motte auch tiefer können. Hilft alles nichts. Ich weiß, dass hier unten irgendwo mal der Eingang dafür war. Nehmen wir mal. Gassi Base, ne? Geins, get me. Hier, da ist eine und da ist eine. Da war die, die ich meine. Die lustige Höhle. Oder war es hier auch schon? Ne, ich glaube nicht.
Seemordfragment. Ah, okay. Ich konnte. Es wusste erst nicht, was es war. Ich glaube, hier war ich schon drin, aber. Bin gerade etwas skeptisch. Ich überprüfe das lieber trotzdem nochmal. Bin da sehr, sehr sicher. Weil so nah vor der Tür, würde mich jetzt wundern, wenn ich da nicht schon gewesen war. Ja, war ich drin. Alles klar. Oh, aufgeschweißt habe ich es auch. Sehr schön. Ja, war ich doch sauberer als gedacht. Sehr schön. Okay, müssen wir uns Magnetit besorgen. Gute Degasse. Da muss ich eigentlich hin, ne? Warum fahre ich jetzt hier rum? Weil ich glaube, Magnetit auch an den Wänden hier wächst, ne? Wächst. Ob so etwas wachsen würde, aber. Ich weiß nicht mehr, welche Form das hat. Ich habe nicht jemals gescannt. Nochmal. Ne, hab ich nicht. Komm her, Knochenei. Aber Stellbett! Ist kacke. Oh, geht doch. Wo ist mein. Da. Oh, schnell rein. Jetzt kann ich nochmal lesen. Ein großer und kräftiger Jäger. Ja, ist okay, Mensch. Ihr seht schon, er hat mich richtig lieb. Hey. Alter, 34%. Er hat mich gerade halb weggerackt. Reparatur-Tool da. Mir nicht mal aufgefallen. Wow, machen die Damage auf Morty. So, wir speichern. Ganz wichtig, hat mich keinen Bock, da einmal komplett rausgeworfen zu werden. So. Und jetzt muss ich noch rauskriegen, woher ich Magnetit bekomme. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall hin will. Aber ich dachte, bevor ich da wie... Wie doof. Ja, Diamanten kann man mal nehmen, ne? Ich bin mal Fan von diesen kleinen Höhlen. Aber ihr seht ja, das ist halt nur eine klitzekleine Höhle. Schade eigentlich. Schön von oben rein und von unten. Ich wüsste mich gerade sonst nicht, wo ich Magnetit bekomme. Ach, es ist einfach nur bildhübsch, das Spiel, ne? Kann mir jeder erzählen, was er will. Knochenhai. Oh, hier ist noch eine Höhle. Auch nur klein. Mit Kreatureneier. Oh! Braune Röhrenkoralle. Die habe ich noch nicht gescannt. Wohl keine praktische Anwendung verfügbar. Das war jetzt eine wichtige Information. Nee, die sind giftig. Die mag ich nicht. So. Noch ein Ei ist doof und schwul. Du bist ein großer Klumpen irgendwas. Alter. Scheiß Knochenreihe. Wir sind alle doof und kacke. Und jetzt schaue ich mir mal an, was hier oben drauf ist. Oh fuck, ich habe keine Boje. Aber ich habe genug mit. Ich habe genug Platz. Geile Scheiße. Schaut euch das Riesenwrack an. Okay, hier ist ein Eingang. Was war das? Fick dich, Junge! So. Hier noch irgendwelche Eingänge? Wow, Stein. Ich kann mir nicht noch einen erlauben. Genau deshalb. Okay. Wir steigen gerade aus und reparieren Motti, weil... Ja, genau. Fress mich ruhig.
Ist ja so, dass ich richtig Bock drauf habe auf dich. So. Okay, ich habe gedacht, wir finden eine Stelle, in der wir schön dieses Wrack forschen können. Scheint nicht der Fall zu sein, ohne dass wir permanent von irgendwelchen Geheimsel... Vielleicht finden wir doch noch eine schöne Stelle. Was ist denn hier? Plumpum. On the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Aha. Erst an der Oberfläche. Interessant. Scheibenkorallen. Ist ja interessant. Nee, du bist scheiße. Wieso könnt ihr unter Wasser leben? Ich mag euch nicht mal an Land. Okay. Wo ist Motti? Da. Oh, guck mal hier. Raubtier-Tauschkörder. Ne, ich glaube, den habe ich schon. Dafür gibt es Titan. Ja. Irgendwas Forschungstechnisches noch hier? Schönes. Zyklopen-Maschinenfragment. Nice, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Fick dich, Hai. Fick dich! Und ich sag nicht bitte, weil du bist super lästig. Echt. Okay. Okay. Mal auf. Hier komme ich anscheinend rein. Dann nehme ich jetzt meine Motte und park da drüber. So. Vielleicht lassen mich die doofen Haie ja zufrieden, wenn hier einfach nur so elektronisches Gerät ohne irgendetwas rumschwebt. Vielleicht gehen die mir da nicht so sehr auf den Keks. Ich würde hier gerne in dieses Loch. Dankeschön. Okay, eine Tür zum Schweißen. Und eine Tür zum Aufmachen. Sehr geil. Zack, Leviathan tot. Danke. Ja, das wär's. Hättet ihr richtig Spaß dran, ne? Kann ich mir vorstellen. Was habe ich denn hier? Schubkanonen. Egal, auch wenn es nur Titan ist, wird gerade alles weggescannt. Bei Scan. Schubkanonenfragment für den Krebs. Der habe ich auch noch nicht. Der ist neu für mich, seht ihr? 1 von 2. Ich glaube nicht, dass... Die Spiel hat mich schon in diversen Punkten sehr überrascht. Wurfarmfragment. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht, oder? Ah! Jetzt hab ich's. Geiles Schiff, muss ich sagen. Richtig mein Geschmack. So, auch da habe ich den... Gut, dass wir eine ultra-effiziente Lade-Sauerstoff-Dings haben. Aber ich will kein Reparaturtool. Hier müsste ich, glaube ich, einen Schweißkörper nehmen. Nur für alle Fälle. Ich will gerade checken. Nee. Ja. Dann machen wir es einfach ganz normal auf. Hallo, ich bin's. Oh. Medikit läuft. Ah, okay, das war der Bereich, wo ich vorhin schon hin war. Dann ist das sozusagen der erste Bereich. Mach die Tür gleich zu, wenn du noch näher kommst. Die Pötte habe ich anscheinend schon. Oh, Mama. Bürostuhl, den kenne ich noch nicht. Exoskelett. Ja, ich weiß. Der hieß früher Walker oder so. In der Early Access Bereich. Irgendwie habe ich das als Walker oder so in Erinnerung. Ich weiß nicht, warum die jetzt Krebs heißen. Der Name ist halt sehr Krebs. Ich hatte hier meine Motte. Ach, da ist er. Mal Sauerstoff tanken. So, jetzt verlassen wir das wieder. Gehen hier wieder rein und schweißen uns jetzt mal den Weg da durch die andere Tür rein. Mal schauen, was hinter versiegelten Räumen ist.
Crab people taste like crab, walk like people. Sehr schön. So, machen wir mal schön hier das ganze Türchen auf. Ich warne nur vor, ich sehe es, wir haben kurz vor 9. Nicht, dass ich euch loswerden will, nein, keine Sorge. Aber es könnte gleich irgendwann passieren, dass einem aufstehen muss, weil es klingelt. Weil da ein Kumpel vorbeikommt. Wir haben nämlich heute Abend Super Bowl bei mir. Feuerlöschanlage zu Knoten. Ich glaube, die habe ich schon. Und das heißt, der kommt ein bisschen eher, weil der Kollege nämlich Burger heute macht. Freue ich mich drauf. Wir sind nachher hier mit 5 Leuten und werden uns heute Abend schön gemütlich in den Super Bowl reingehen. Ein Kollege bringt selbstgemachte Nacho-Soße mit. Schickt mir Nachos. Und der andere macht Burger. Läuft. Wird ein guter Sonntag. Erstmal ordentlich Subnautica mit euch und dann nachher. Oder? Wer ist denn im Super Bowl? Es sind die Falcons gegen die New England Patriots. Und ich hoffe, dass die Patriots nicht gewinnen. Ich würde es. Brady, ja, ist ein guter Spieler, aber sorry. RAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving. Auch wenn ich es Brady gönnen würde, aber Alter, nein, nicht schon wieder die Patriots. Geht gar nicht. Was sind denn die Auflagen als Twitch-Partner? Clan-Chef hat ein Angebot bekommen und weiß nicht, ob er annehmen soll. Twitch-Partner oder Twitch-Affiliate? Das ist die Frage. Hat er wirklich Partner? Würde das bedeuten, dass der im soliden Stil permanent 70 Viewer im Durchschnitt hat? Dann würde ich ihm sagen, Junge, mach's sofort. Affiliate hängt davon ab, was will er. So, schauen wir mal. Ich habe ein bisschen Titan, was ich gleich notfalls ablegen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich schmeiß mal ein bisschen Titan raus. Weil ich will da noch schauen, was da hinten ist. Ja, also nicht wundern, wenn ich gleich einmal aufstehen muss. Nee, es gibt 2 Arten. Es gibt einmal den Affiliate, den ich auch habe. Und es gibt das Partnerprogramm. Da hast du dann, aber da musst du schon recht viel liefern. Da musst du im Durchschnitt 70 Viewer haben. Also jeden Stream. Das ist schon ordentlich. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Ich werde nicht mehr. Haben die Dynamo hinten dran oder wie funktioniert das? So, hier scheint nichts mehr zu sein. Eine Riesenlagerhalle. Nice. Ja, wie gesagt, dann wird es der Affiliate sein. Also, wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab, was er will. Wenn er scharf auf Multistreaming ist, dann muss er es nicht unbedingt machen. Alter, hier geht ja noch richtig was. Lese ich mir gleich durch, weil die Folge ist gleich vorbei. Kann ich mich gleich kurz pausieren und einmal genau drauf eingehen, Keks. Hoch, Tür war offen. Hallo. Und wieder weg. Dass die Tür hier aufgeht, ich werde nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch jetzt echt hier alles rausgescannt, ne? Alles, was nicht nied- und nagelfest war, haben wir echt gerade jetzt hier einmal. Wir haben die Tech-Daten rausgeholt. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.